Moin Moin, willkommen zurück beim PlayStation Front Twitch Stream mit Bloodborne. Ja, bin an derselben Ecke schon wieder gestorben. Ach, irgendwie, ich weiß auch nicht, da habe ich so eine innere Blockade gerade gegen die Typen. Ach, hier ist der. Nein. Nein. Gegen die mit den komischen Dreizackteilen. Ich weiß auch nicht. Bei den meisten anderen Gegner weiß ich, was ich machen muss. Bei denen habe ich das jetzt noch nicht so ganz gerafft oder so. Ich weiß auch nicht. Keine Heilung. Toll. Komm. Ach ja. Ja, da bin ich. Blöd bin ich. Ach komm, musst du das zweimal machen, du Arsch. So, geht doch. Heilung her, jawohl. Yes. Geht doch. Mistvieh. So, Versuch Nummer 3, 4. Schon solche Probleme habt, dort oben überhaupt hinzukommen. Was wird denn das dann gegen den nächsten Boss hier? Kannst gar nicht wissen, ey. Boah. Der hat so eine große Reichweite mit dem Ding. Das macht mir ein bisschen Angst. Jawohl. Puh. Okay, jetzt kommen die 3 Heilungen wieder. Sehr geil. Ach komm, ey. Voll. Heilung. Ach, ihr Geizkragen. Moin Marcel, lebst du auch noch, Mensch? Moinsen. 20 oder so, glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht. Ne, 30. Okay, knapp daneben ist auch vorbei, wa? So. Liegt hier mein Blut? Ja, Tatsache. Okay, sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt nur noch die Spacken hier. Wie das wieder nicht klappt mit dem Springen, ey. Wie das nie klappt mit dem Springen. Scheiße, jetzt kommt der nächste auch noch. Okay, gut. Die Kamera mal wieder, die Kamera. Nein! Ach, wie dumm! Da jetzt nicht getroffen. Durchziehen! Jawoll! Ah! Pissvieh! Quecksilber, jawoll! Kleiner Tipp ohne Anvisieren. Nee, du. Lass mal. So, hier oben ist doch garantiert ein Boss. Braucht er mir doch nichts vormachen. Irgendwie fürchte ich ja immer noch, springt hier so eine Statue mal auf. Ja. Naja, gucken wir erstmal noch hier, wa? Ich höre doch was. Nicht das? Hm. Kumpel, der dicke Rabe. Ja, hat mich sogar noch getroffen.
Behindertenraben. Ah, da hinten ist was. Okay. Moin Kap, moin moin. Was zur Hölle bist du denn? Scheiße, ist das ein anderer Spieler? Schießen kann ich ihn auf jeden Fall nicht. So eine Art Phantom? Alter, der hält ja was aus. Auf jeden Fall scheint er ein bisschen doof zu sein. Was ja mein Glück ist. Finde ich ja gut. Herrlich. Was der für eine krasse Waffe hat, hä? Ey, das ist das zweite Mal, dass so ein krasser Gegner hier, dass ich gegen den so... Oh, scheiße, jetzt ist er da. Kacke. Shit. Das erste Mal gegen den MG-Typen, der da runtergestürzt ist. Dessen Loot, den ich da natürlich auch nicht bekommen habe. Ach, du Scheiße! Wow! Was war denn das? Alter! Okay. Zu einem Elektro-Morgenstern. Huiuiui. Ach Mann, ey. Verdammt. Da ist er tatsächlich noch irgendwie da vorbeigekommen. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Bug-User, na klar. Bei sowas dann schon. Das war eigentlich klar, dass ich gegen den keine Chance habe. Das war wirklich genau wie gegen den Gatling-Gun-Typen oben auf dem Dach. 10 Sekunden ungefähr gekämpft. Ich wusste, der macht mich platt und dann fällt er das Dach runter. War ja nicht schlecht. So habe ich ihn zumindest geplättet, aber sein Item hing dann irgendwo in der Luft, wo ich nicht drangekommen bin. Hat mir dann ja auch wenig genützt. Ach komm. Nein. Ach, du Penner. Ja, genau. Ruhe. Okay, Loot. Gib mir blutigen Loot. Nein! Was denn? So. Nee, ich will lieber Heilung. Hier drüben hin. Kann ich hier oben runter hüpfen? Wahrscheinlich nicht. Ist hier ein Durchgang. Hm. Nein! Oh, Kacke! Oh, wie schlecht. Oh, wie schlecht war das denn? Das war ja furchtbar. Oh, ho, ho, ho. Lothar! Oh, nee! Jetzt droppt der nicht mal was. Ach, komm. Bin ich aber auch gerade mal wieder kacke hier. Thank you.
schon besser. Oh, jetzt lassen sie aber auch nichts fallen, die Arschgeigen hier. Moin Goku, ja na klar, das wird doch noch länger laufen, du. Kommt ja eh nichts Großes raus in nächster Zeit. So, jetzt renne ich mal an den Spacken hier vorbei. Ich hoffe, die kommen mir nicht hinterher. Mal die Erfahrung sammeln hier. Vielleicht kann ich ja wieder ein bisschen Bug-Using betreiben. Aha, der Rabe hat die Erfahrung. So, wo kommt denn jetzt der Spacken hierher gerannt? Kommt der überhaupt nochmal? Wer war das? Da unten war was. Also. Wo zur Hölle? Hä? Da. Hallo. Er rafft's nicht so ganz, hä? Kap, danke für dein Follow, danke dir. In der Hoffnung, er kommt mir nicht hinterher. Hier runter, okay. Ah! Kaltblut, was bringt mir das denn eigentlich nochmal? Ich habe so viel davon, glaube ich. Ach, Blutechos. Oh, sogar einiges habe ich. Schalldämpfer. Ach so, das war hier, wenn ich Verstärkung rufen will. Tja, ich muss ja jetzt hier runter. Das ist auch so ein Elektromann. Ich klopf mal hier. Wollt ihr mich nicht reinlassen? Segnet uns mit Blut. Segnet uns mit Blut. Toll. Ich kämpfe nicht gegen die. Ich hau ab. Oh Gott! Alter. Moin Mike, moin moin. So, ich glaube, hier unten soll ich noch nicht hin in den Bereich. Okay. Ich versuche mich vielleicht lieber an den hier. Shit, da kommt ja wieder der zweite. Oh nein! Die sind noch hinter mir! Das ist schlecht! Das ist ganz schlecht. Ich gehe weg. Da pull ich nur noch mehr. Ich gehe mal zurück. Ich tausche mal meine Erfahrung ein, glaube ich. Ja, ist vielleicht besser. Als wenn ich jetzt hier nochmal sterbe und das ganze Shit weg ist. Dann ja, tausche ich jetzt hier meine Erfahrung und gehe dann mal links von der Treppe lang. Gucken, was da so gibt. Ist immerhin wieder ein Level, also was soll's. Nehmen wir natürlich mit. Ich könnte natürlich gegen die auch nochmal mein Hämmerlein probieren, aber... Der war bis jetzt ja eher bescheiden. Willkommen, Boss. Nun gut, lasst mich. Ja, ein bisschen mehr Vitalität, hä? Ganz schön wenig. 15. Ja. Ach so, und ich kann ja noch das ganze Gedönse hier einsetzen. Ach shit, sie ist noch am Labern, deshalb geht's nicht, okay. Mehrfach.
Hallo! Hallihallo! Mach mal nur noch eins. Oh! Okay. Dann machen wir doch vielleicht alle. Ha! Das sind ja noch zwei Level. Ist ja Hammer. Alter. Nice. Tatsache, zwei Level. Nochmal Vitalität. Und Geschick vielleicht noch. Ja, noch ein bisschen Geschick, ja. Ich das auch noch ein bisschen hochbringen. Blutfärbung, was war denn das nochmal? QS-Kugelwaffen, ja. Ja, wann schieße ich denn? Ich habe eh immer so wenig Munition. Ne, das ist okay, so denke ich. Schön. Gucken. Ja. Nehme ich noch zwei Heilungen mit. Gibt's ja sonst nichts Neues. Kann ich vielleicht irgendwas verticken, was ich nie benutze, was ein bisschen was wert ist. Feuer, Papier. Den Holzschild, den benutze ich eh nicht. Ach so, und die ganzen Klamotten hier. Die sind ja auch nichts wert, scheiße. Naja, lassen wir das. Naja, drei Level hoch ist doch nicht verkehrt. Ist doch nicht ganz schlecht. Fast 100 HP mehr. Ich glaube, so um die 70, 80 müssten es sein. Bisschen mehr Abwehr, ein bisschen mehr Angriff. Läuft. Ah, Mann. Aber da rechts gegen die Typen. Eieiei. Das muss nicht sein. Ist Genbo da? Genbo, Genbo, bist du da? Zumindest im Chat. Moin Banana, moin, bist ja auch da. Wer ist denn noch da? Kane, Condor, Mister, moin. Zaffort, moinsen. Marcel ist schon wieder weg, das war zu erwarten. Da hat die Freundin bestimmt gerufen, owe, owe. War der Lümmel wieder hier am Spiele gucken? Das geht doch nicht. Oi, 91. Das macht sich ja doch ganz gut bemerkbar aus. Oh, nichts gedroppt, beide. Marcel der Lappen, ja, aber echt. Der war mal da, für zwei Sekunden so ungefähr. Moin Dave, moin. Scheiße. Nee. Oh, wie schlimm war denn das gerade? Wie erstaunlich schlecht. Wie bemerkenswert blöd. Wie überflüssig. Wie es mich aber mal gar nicht stört, weil ich habe ja eigentlich nichts weiter verloren. Ich habe meine drei Level. 600 Erfahrung, die kriege ich ja auf jeden Fall wieder mit. Also was soll's. Alles okay. An der Stelle hier wird die Playse immer unheimlich laut. Ich weiß auch nicht warum. Ah, wie krass laut die wirklich wird im Vergleich zur One oder zum PC. Du zockst nebenbei Tomb Raider 3? Wirklich das alte Ding, Tomb Raider 3? Alter Schwede, krass. Das war mein erstes PlayStation-Spiel. Hab
meine PlayStation spät gekauft und dazu gleich Tomb Raider 3. Mit der Arktis und dem Beach Level und Nevada, hier Area 51. Ah, kenne ich auch noch alles. Ja, schon ganz gut bemerkbar, ne? Das bisschen, was ich hier Schaden gelevelt habe. Schon eine ganze Ecke mehr. Schön. Das gefällt mir. Wo ist denn er hin? Oh, shit. Nein! Und das war noch viel schlimmer. Keine Heilung. Toll. Nein! Drecksau! Ja, gut, komm. Das ist jetzt Quatsch, so hoch zu gehen. Hat denn der noch gezuckt? Da gehe ich jetzt lieber nochmal in Traum schnell zurück und besorge mir neue Heilung. Das ist ja Quatsch. Da mühe ich mich jetzt hier bestimmt nicht ab. Ohne Heilung. Bisschen für den Arsch. Hast sogar Lösungsbücher für 2, 3 und 4. Ja, krass. Sehr geil. Ich habe das damals auch viel gezockt, aber so die Serie hat mich nie so gefesselt, ehrlich gesagt. Ich habe den dritten Teil gespielt und dann dann so das nächste Tomb Raider Legendary. Oder Tomb Raider Legend. Hat es dann nochmal gespielt? Quatsch, wieso lag ich denn mit der? Also im vierten, der hat mich irgendwie dann schon nicht mehr so interessiert, obwohl mir das Spaß gemacht hat, keine Frage. Sieben, immerhin. So richtig dauerhaft gefesselt hat es mich dann doch nicht, die Reihe. (lacht) 640 mal 480. Krass. Mann, das waren noch Zeiten. Voodoo 3 DFX. Oh ja. Die gute alte Zeit. Mann, oh Mann. Ist das lange her, hä? Übel. Ja, die gute alte PlayStation 1, ne? Da gab es viele schöne Spiele. Das neue Tomb Raider sieht ja auch ziemlich gut aus. Also ich fand hier das letzte Tomb Raider, was rauskam, das hat mir auch wieder Spaß gemacht. Das war ziemlich gut. Schöne Ding. Ach komm. Ach ja, von wegen. Der Lapsack Marcel hier. Ohne Anvisieren geht es besser. Hier ist klar. Weil ich dann ja auch so super ausweichen kann. Nein! Ach. Was ist denn jetzt los hier? Will die aber auch nichts droppen hier. Was will
Wow. Für 600 D-Mark. Alter. Ist ja übel. Wow. Nein. Ach, weich doch aus, du alter Mann. Ach, ey. Stumpfe Angriffe. Ist so Quatsch. Der Tipp ist totaler Bullshit. Durchziehen. Moin Rias, moin Löwe. Sehr gut. Bis jetzt das Spiel. Sehr, sehr schön. Schwer. Aber was will man sonst erwarten von so einem Ding hier? Nein, oh shit. Dann macht er wieder einen Double Attack, der Penner. Vielleicht sollte ich doch mal noch ein bisschen hier meine Kontrolle leveln. Also hier Blutgedönse. Drei Heilung, Spitzenplatte. Ach komm. Nein! Du Pisser! Wenn ich auch total unvorsichtig bin. Komm, ach nee! Oh. Heilung, ach komm. Vier Heilung wieder. Er wollte mich doch veräppeln. Das ist doch shit. Die blöden Clowns da oben. Die Scheißdinger. Ach, shit. Ich weiß absolut nicht, was das für ein Statuseffekt ist, der mir gibt. Hat er doch auch noch nie gemacht, die Drecksau. Zieht er den Stab plötzlich nach oben? Ach, fick dich doch. Du Arschloch. So ein Troll. Mann. DFX mit 8 Megabyte. Kannst du keinem erzählen, oder? Mann, Mann, Mann. Übel. Aber hier auch übel, was hier zurzeit geht, nämlich nix. Lange Ladezeiten gehen. Pussys auch zu zweit angreifen müsst. Ja, immerhin. Ach was, ne?
Ach, verdammt, ey. Nein! Ach, da denke ich, er macht wieder nur einen Angriff. Nix ist. Natürlich nicht. Scheiße, die sind, wenn sie zu zweit kommen. Mann, oh Mann. Eine Blutviole. Noch zwei. Okay, acht. Gut. Und der hat auch noch. Jawohl. Elf. Ach, traumhaft. Gleich mal eine reinfeuern. So. Jetzt liegt hier oben noch meine Soße irgendwo. Oder auch nicht. Bin ich denn gestorben? Verdammt, hat die einer von denen. Ach nee, hä? Nee, die Augen leuchten nicht. Moin Demios, viele Tode hast du verpasst. Tode und Rage. Sonst nicht so viel. Nein! Ah! Mit einer Wirbelattacke habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Scheiße. Mal ausrücken. Sau. Komm. Na, was? Hörst du auf? Motherfucker! Ach, voll. Oh, Halleluja! Wo ist meine Heilung, meine XP? Wer zur Hölle hat sie? Gibt's doch nicht, ich bin doch hier gestorben. Er die etwa? Ach, er da. Ach, nö. Ja, super. Genau. Keine Ahnung. Irgendwas. Den Typen da unten relativ sicher plätten kann, ohne dass ich da zu viel Gefahr laufe. Kein Molotow-Cocktail, kein gar nichts mehr. Gucken, probieren wir es mal mit Gift, vielleicht ist der anfällig dafür. Nein, natürlich nicht. Okay, komm. Dann lasse ich den, oder? Eigentlich sind die ja nicht so schwer. Probier's, was soll's. Das ist eine blöde Stelle hier auch an der Treppe. Mann, das ist kotzig.
Komm. Jawoll. Mistbein. Oh. So, toll. Eigentlich müsste ich ja jetzt klugerweise nach Hause gehen und meine Erfahrung abgeben. Und mir davon Heilung holen. Ja, komm. Das mache ich auch. Ich bin zwar jetzt hier weiter, aber was bringt mir das denn? Ah, wohl drei. Scheiße. Ja, was soll's, oder? 8000 Erfahrung ist halt nicht wenig. Und zur Not könnte ich auch nochmal ein Level damit holen. Ich bin mal lieber vorsichtig. Was soll's. Da spiele ich mal ein bisschen konservativ heute. Day of the Tentacle war dein erstes Game. Sehr schönes Spiel. Sehr schönes erstes Spiel. Jumpman. Jumpman. Meinst du Donkey Kong? Mario hieß doch bei Donkey Kong Jumpman. Gut. Ja, mach mal 17, wa? Okay. Quatsch, 17. Warum hole ich den 17? Ich hab 4 jetzt noch im Lager. Na gut, ja, warum nicht? Während beidhändig spendet sie Licht. Sonst noch was Sinnvolles hier? Bisschen Quecksilberkugeln. Ja, komm. Okay. Mann, Mann, Mann. Morgen ist Montag. Scheiße, wa? Aber kurze Woche. Das ist schön. Kurze Woche. Das ist nie verkehrt. Na, da wollen wir hoffen, dass ich jetzt hier wieder so gut durchkomme. Und dass ich jetzt auch mal weiterkomme. Mich nicht immer mit den Spaggos hier rumärgere. Nervend. Ist ja auch schon 7:45. Na gut, was heißt schon? Eigentlich erst. Ich dachte, es wäre schon besser. Ja. Weil man ein beschissener Anfang war. Direkt mal Schläge ausgetauscht. Ich hab ja genug Heilung. Läuft. Shit, ich brauche wirklich noch ein bisschen mehr Schaden, dann mache ich die mit einem Schlag platt. Für zu Hause gesammelt. Nee, du Dicker, bleib mal weg. Ich habe vorhin nicht aufgepasst, wie viel Erfahrung der gibt. Ob sich das lohnt, den vielleicht doch nochmal zu killen. Ist der Meinung, ja. Hol ich mal nochmal aus. Quatsch.
Gut. Jetzt droppen sie aber Heilung hier. Er auch noch, oder was? Die ganze Zeit kriege ich nichts. Da habe ich mir 50.000 gekauft. Jetzt droppen die Heilung ohne Ende. Sehr schön. Du auch noch, oder was? Ah, ich mach den Geist jetzt hier. Den großen. Der ist ja nicht so wirklich gefährlich. Der alle halbe Stunde mal zuschlägt, das ist schon viel. Kommst du? Ich will nicht da runtergehen, sonst pulst du irgendwas. Komm jetzt her. Ha, 1250, ja na klar lohnt sich das. Aber sowas von lohnt sich das, die zu killen. Dafür, dass die so einfach sind. Das war gut. Das war sehr gut. Das war auch super. Los hier, ich habe gerade einen richtigen Lauf. Hä? Nimm das Ding runter. Komm, ey. Geh doch zum Mulli. Boah. Und volle Heilung und zu Hause auch noch eine ganze Menge. Schön, jetzt geht's endlich mal weiter hier, Mann. Guck mal hier drüben. Oh, da ist doch was. Blutunterlaufener Augapfel, okay. Was? Material für ein Ritual. Lesener Abfall, der schnell nach dem Tod öffnet das Siegel der alten Labyrinthe. Ach so, jetzt kann ich ein neues Labyrinth. Aha. Na gut. Oh, hier versteckt sich doch schnell irgendwo was. Eines starken Jägers. Könnte auch ein Boss sein, wa? In der Höhle hier. Keine Ahnung, ob ich jetzt richtig bin hier. Sollte ich doch erst oben in das Tor gehen? Ich weiß es nicht. Was sind das für Dinger? Cool aus dem Wald. Na, ich gehe mal um. Ich gehe mal oben an das Tor klopfen. Vielleicht macht's ja auch noch gar nicht mal die Tür auf. Die ganze Angst ist umsonst. Ach, sieht schon sehr nach Boss aus. Nichts hier außer Bestien. Moin Shuro. Riecht nach schrecklicher Feind. Bitte übernimm für mich. Okay. Ja, ich denke, das klingt nach Boss. Dann machen wir auch gleich den Boss. Ich mache aber vorher eine Pingelpause. Und dann gehen wir frisch, frei, fröhlich und tödlich in den Bosskampf rein. Bis gleich.